Wir müssen das jetzt erledigen. Man sollte Buttermaker mal zeigen, wie man ein Telefon benutzt. Das wäre ganz günstig. Er kann doch gar nichts davon wissen. Ich sorge dafür, dass meine Mutter und Buttermaker wieder zusammen sind. Wie wär's, wenn wir zwei zusammen sind? Du sollst telefonieren. Manchmal wissen Erwachsene nicht, was für sie gut ist. Sie sind so unreif. Hallo? Florences Blumenladen? Du klingst so unerwachsen. Ja, ich möchte gerne ein Dutzend langstielige rote Rosen an Alice Wallace schicken. Und zwar in die Devereux Street 527. Ja. Mein Name? Morris Buttermaker. Ja. Eine Karte? Einen Moment mal. Ah ja, okay, mit einer Karte. Schreiben Sie, ich kann nicht gut leiden. Ja, leiden. Leiden, okay? Ich bezahle, ich kann doch schreiben, was ich will. Ich küsse dich herzlich, dein ewig dich anbetender... Butterlover? Ja, das ist der Kerl, der sie leiden kann. Danke, Kelly, du warst ganz toll. Oh. Oh. Hey, Kinder, was macht ihr denn da? Oh, nichts. Eine Mannschaftsbesprechung. Hört mal, ich will euch nicht nochmal bei so einem Geschmuse erwischen. Also, dann raus aufs Feld. Wir wollen heute ein Spiel gewinnen. Noch einen Moment, Buttermaker. Ich muss mit dir reden, ja? Okay. Seit wann machst du so ein Geschmuse mit Kelly? Darüber reden wir später. Wir müssen das Spiel gewinnen. Ja, wenigstens kann sie zuhören. Ogilvy! Du bist dran, Amanda. Ogilvy, hast du die Tendenzen studiert? Ja, lauf dich warm, Amanda. Aha, ich habe ein gutes Gefühl heute. Wir haben eine echte Chance. Ja, wir haben's schon machen. Komm und nimm dir einen Schläger. Ogilvy, ich brauche dich. Ich plane ein romantisches Dinner. Es tut mir ehrlich leid. Ich denke aber, ich bin nicht bereit, mich auf sowas einzulassen. Nein, nicht doch wir beide. Buttermaker, meine Mutter und ich. Oh Mann, ist mir das aber peinlich. Ganz toll romantisch, mit allem drum und dran. Hilfst du mir, Ogilvy? Wie könnte ich da jemals Nein sagen? Ich bin völlig verrückt nach Romantik. Oh, danke. Fängt das schon wieder an? Was übt ihr beiden da? Umklammern oder sowas? Ogilvy, das nächste Mal, wenn du dich einsam fühlst, umarmst du Lupus. Also so einsam werde ich mich wohl niemals fühlen. Buttermaker, können wir jetzt reden? Ja, reden wir gleich über die Schmuserei. Dritter raus, jetzt bin ich an der Reihe. Hey Kinder, jetzt bin ich dran. Wir reden nachher weiter. Sichere das erste Mal, Amanda. Baseball geht ja über alles. Irgendwie macht er das stolz, was, Rosé? Rosé? Los, noch mal zueinander! Weiter, weiter, Kinder! Ihr seid gut im Spiel! Ogilvy, aufpassen! Amanda, habe ich dir übrigens schon mal gesagt... Aufpassen, Ogilvy, aufpassen! Aufpassen! Ja! Sehr gut. Ja, ja, sehr spitze. Okay, Kinder, fabelhaft, fabelhaft, weiter so. So machen wir die Sache. Das war ein schönes Spiel, Amanda. Jetzt, wo wir einen Moment Zeit haben, wirst du mir doch bestimmt erklären können, was diese Schmuserei zu bedeuten hatte. Willst du wissen, was heute für ein Tag ist, Buttermaker? Ich weiß es, der nationale Schmusetag. Heute ist zufälligerweise der Tag, an dem du vor 2 Jahren meine Mami verlassen hast und uns beiden das Herz gebrochen hast. Das Herz gebrochen, ja? Hör zu, ich rede mit dir darüber, wenn du in besserer Stimmung bist. Weißt du, sie spricht immer noch von dir, Buttermaker. Wirklich? Ja, du musst doch auch oft an sie denken. Übrigens, verheiratete Männer leben länger. Ja, der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Ja, aus dem Grund habe ich auch einen Hund. Hör zu, ich habe über deine Mutter nachgedacht. Gut, wie wär's heute um 8? Hör mal, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Ich meine, die Reds spielen heute Abend gegen die Dodgers im Fernsehen. Dann sehen wir es uns alle an. Das hätten wir. Nein, wir haben gar nichts. Wacht mal, ich habe darüber nachgedacht. Es ist wirklich eine gute Idee. Aber wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Ich meine, man kann das Rad nicht einfach zurückdrehen. Mr. Buttermaker?
Ich habe ein romantisches Mahl für Verliebte vorbereitet. Sie müssen sich vorstellen, Beluga-Kaviar und Cocktails mit getrüffelter Leberpastete und zarte Täubchen. Beeilt euch doch mal! Steckt der etwa auch in der Sache drin? Weißt du, ich habe mir gedacht, dann wird alles perfekt bei deinem Wiedersehen mit Mami. Ihr zwei geht jetzt unter die Dusche. Ich will mit Amanda allein sprechen. Sie liebt dich, ja, 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 sie liebt dich, ja. Deswegen also die ganze Rumschmuserei, hä? Ich nehme an, die anderen haben auch noch irgendeine Funktion. Weißt du was, Amanda? Ich finde das sehr kindisch. Auf der anderen Seite auch sehr süß. Also ich darf dich mal ganz kurz drücken, hä? Willst du damit sagen, dass es heute Abend klappt? Nein, aber es ist einfach eine schwierige Sache. Dann kannst du das hier drücken. Das ist aber was ganz anderes. Was ist denn das für ein Krempel? Ich weiß, was Sie meinen. Diese Muscheln, sie sind wirklich mittelmäßig. Riechen Sie mal. Oh. Oh. Und diese Trüffel, nicht gerade vom Feinsten. Ja, ich weiß, Trüffel vom Feinsten zu finden, ist wirklich schwer. Ja, und dann diese Preise. Hier, der Gesamtbetrag. Hm. Dafür kann man ja ganze Volksstämme verköstigen. Amanda, mach das Muschelglas zu, sonst gibt's Gasalarm. Okay, aber es wird langsam Zeit, dass mal jemand auf das achtet, was man Qualität nennt. Oh, toll, das Essen ist schon da. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Hast ganz nah bei mir gestanden, als ich Nein sagte. Aber ich habe darüber nachgedacht. Und als ich auf dem Weg zur Umkleidekabine war, habe ich gewusst, dass du eigentlich Ja gemeint hast. Und wenn wir im Lebensmittelladen angekommen sind, wirst du wissen, dass ich nur eins gemeint habe? Nein. Wir schnappen uns jetzt diese Tüten. Das Zeug wird zurückgegeben. Hör bitte auf zu schmollen, Amanda. Bald haben wir genug Geld, um uns was Anständiges zu kaufen. Guten Tag. Hallo. Wie geht's denn, Peter? Ich würde gerne das hier zurückgeben. Zurück? War irgendwas damit nicht in Ordnung? Sie wissen doch, Tracys Gourmet-Abteilung durchkämmt die ganze Welt, um Sie und Ihren Gaumen zufriedenzustellen. Nun ja, mein Gaumen und ich würden gern unser Geld zurückhaben. Wirklich? Nun ja, ich fürchte, so ohne weiteres wird das nicht möglich sein. Zuerst muss ich die Dinge Stück für Stück überprüfen. Ich meine, ob nichts beschädigt worden ist. Nein, es wurde nichts gebrochen. Doch, ein Herz, Butterkrümel. Dieses Glas Muscheln wurde geöffnet, Mr. Butterkrümel. Nein, Buttermaker. Also gut, dann werde ich die Muscheln bezahlen, der Rest ist für Sie. Hier haben wir 3 Dosen Trüffel, ungeöffnet und nicht vom Feinsten. Was ist das? Dessert? Das sind zufälligerweise ein paar hübsche Kerzen. Oh. Ich wollte ein romantisches Dinner für dich und Mom. Oh! Tun Sie mir Gefallen, Peter, fallen Sie nicht in Ohnmacht, ja? Und jetzt zu dir, hör gut zu, es wird nicht mehr gekuppelt. Entschuldige, ich tue nie wieder so etwas Schreckliches. Alles, was ich wollte, war, dich und Mami wieder zusammenzubringen, wie eine Familie. Ja, ich bin wirklich traurig. So eine unheimlich furchtbare Idee. Ach, nun mach nicht so ein Gesicht, das ist nicht so furchtbar. Familie, hä? Ja, dumm von mir, was? Nun ja, so dumm war es nun auch wieder nicht. Wir hatten ja mal eine nette Zeit miteinander. Also gut, Peter, packen Sie es wieder ein. Wir tun es doch, ja? Nun ja, das Muschelglas war ja sowieso offen. Hey, komm, wir müssen nach Haus. Ich habe noch eine Menge zu tun. Immer mit der Ruhe. Du hast schon eine ganze Menge getan. Ich finde, du hast eine Belohnung verdient. Und da wir schon mal hier sind, such dir was aus. Was du gern haben würdest. Bloß keinen Basketball. Danke, aber das ist wirklich nicht nötig. Das weiß ich aber. Ich möchte es. Oh, sieh dir das an, Mandy. Sieh dir das an. 6 Finger. Und sieh dir die Verarbeitung an. Wenn jemand einen scharfen Ball wirft, dann streckst du nur die Hand aus und er ist raus. Ich kaufe dir den Handschuh zu Weihnachten, Buttermaker. Ich weiß nämlich inzwischen ziemlich genau, was ich will. Oh Mann, sieh dir das an. Was willst du denn hier? Oh, ich weiß, ein Pyjama. Einen mit Füßen unten dran und einer kleinen Klappe am Hintern. Buttermaker, ich bin kein Kleinkind. Ich bin eine Frau. Oh, Verzeihung. Oh, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Sir? Nicht mir. Sie könnten dieser kleinen Frau behilflich sein. Sag, was du möchtest. Ich will ein BH.
Sie kaufen hier Ihren ersten, allerersten BH. Oh, ist das nicht entzückend? Hortens, komm doch mal her und sieh dir das hier an. Nicht aufregen, Hortens, verehrte, bitte geben Sie ihr, was sie will, aber dann nichts wie raus hier. Oh, entschuldigen, tut mir leid, Sir, aber so einfach geht das nicht. Also, hör zu, welches Modell würde dir denn gefallen? Ich weiß nicht, welcher gefällt dir? Also, dieses Modell hier ist sehr schön. Hören Sie, Lady, geben Sie ihr, was sie will und dann nichts wie raus hier. Wissen Sie, ich mag den Schnitt nicht. Das bin ich nicht. Kein Problem, meine junge Dame. Wir haben eine große Auswahl. Oh, dieser hier ist zauberhaft. Los, fassen Sie ihn ruhig mal an. Warum soll ich ihn anfassen? Geben Sie mir ihn einfach, bitte, ja? Ah, ich könnte mir vorstellen, dass dir dieser hier noch besser gefällt. Der ist ein ganz klein bisschen mehr wattiert. Das gibt ihm einen besseren Sitz. Ich finde diesen ja so hübsch. Der ist viel zu schwarz. Hier, der ist es. Packen Sie den ein. Oh, gute Wahl. Also los, packen Sie ihn ein und dann nichts wie raus hier. Danke, Buttermaker. Reden wir nicht darüber. Zu niemandem. Niemals. Also darf es vielleicht noch irgendetwas anderes sein? Negligé? Vielleicht ein Höschen? Hm? Nein. Oh, meiner Mutter würde ein Brautkleid gefallen. Nein, sie kriegt schon genug Trüffeln. Danke. Bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, Ogilvy. Beeil dich, Buttermaker, sie wird gleich da sein. Ihren ersten Punkt zu erzielen. Die Reds haben gerade einen Punkt gemacht. Gelang es der gegnerischen Mannschaft nicht. Die gewinnen auch. Du siehst aus wie ein Wrestling, Buttermaker. Ja. Amanda, wer ist dieser Mann? Der Trainer verlangt jetzt Verzeihung, Mr. Buttermaker. Sieht er nicht aus wie ein Herr von Welt? Zwar nicht schlecht gespielt hat, mehr wie ein großer Koala-Bär. Wie sieht's mit dem Essen aus, Ogilvy? Es ist alles fertig. Lass die Soße noch etwa 10 Minuten köcheln, dann servieren. Den Wein habe ich ausgewählt. Hat er die richtige Temperatur? Die perfekte. Ich hoffe nur, dass hier keine zu großen Temperaturschwankungen sind. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist das Schokoladensoufflé. In genau einer Stunde muss das aus dem Ofen nehmen, sonst fällt es zusammen. Es wird dann einfach ungenießbar. Ja, ich habe alles getan, was ich kann. Danke, Ogilvy, du bist entzückend. Geht das Geschmuse schon wieder los? Wenn du in den nächsten 10 Jahren jemanden umarmen willst, dann umarme mich. Er wirft sehr gut. Viel Spaß, Mr. Buttermaker. Und tun Sie nichts, was ich nicht tun würde. Ogilvy, gib du lieber mal ein bisschen fangen, ja? Das könnte ein Home Run werden. Danke, Ogilvy. Tja, dann ist wohl alles fertig. Oh, bis auf eins. Was machst du da? Sieht so unordentlich aus. Ach, der geht nicht zu. Du hast gesagt, du hast Kragenweite 42. Bei offenem Kragen. Geschlossen 44. Das ist einfach zu eng. Dann komme ich mein Essen mal gerade bis zum Zäpfchen, weiter nicht. Und vergiss bitte nicht, wir sprechen nicht vom Pferden, nicht vom Bier trinken, vom Wetten oder was ihr sonst nicht leiden kann. Sei einfach du selbst. Soll ich wirklich? Wie wär's mit deinem Bier? Buttermaker? Schon gut, ein kleiner Scherz. Sonst noch irgendwelche Vorschriften? Ja, du bist auf dem College. Wirklich? Und was studiere ich? Medizin. So, Medizin. Meine Mutter wäre wirklich mächtig stolz. Auch hier ist ein hervorragender Schläger. Und so wollen wir nun die Antwort der Reds auf diesen letzten Homerun abwarten. Das ist aber nett von dir. Hallo, Süße. Hallo. Name Morris. Alice. Hey, Kinder, warum seid ihr denn so förmlich? Los, vorwärts, gib ihr einen Kuss. Ich sehe auch weg. Oh. Es ist nett, dich zu sehen, Morris. Es ist nett, dich zu sehen. Sieht er nicht fabelhaft aus? Findest du nicht? Ja, wie ein Dressmann. So, ich bitte Platz zu nehmen. Kann ich dir helfen? Nein, Buttermaker hat schon alles vorbereitet. Aber du kannst die Kerzen anzünden. Ach, in Ordnung. Ich serviere. Ja, ich werde dir helfen. Ich finde, der Tisch sieht ganz entzückend aus. Ja. Ist auch wirklich alles fertig? Keine Sorge. Oh, ich danke dir für die Blumen, Morris. Das war sehr aufmerksam von dir. Blumen? Oh, na ja, die Blumen. Riechen gut, was? Und die Karte, die war so süß. Ich kann dich gut leiden. Ich war ehrlich überrascht. Ja, ich kann dich gut leiden. Gibt's noch was ich wissen sollte? Das war bis jetzt alles. Hier, setzt euch bitte hin. So, du sitzt rechts von ihr. Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist zu viel für mich. Ich mache ein Foto. Okay.
Ein bisschen näher zusammen. Näher? So, und jetzt seht euch in die Augen, ja? Glücklich und romantisch. Und sagt, ich will. Das Bild werde ich aufheben. Für immer, bis das der Tod uns scheidet. Ich hole jetzt den Rest rein. Ich bin gleich wieder da. Es überrascht mich, dass du Zeit zum Kochen findest. Ich meine, neben deinen College-Stunden und deinem freiwilligen Hilfsdienst im Kinderkrankenhaus. Weißt du, für Dinge, die einem wirklich etwas bedeuten, findet man eben Zeit. Also, Morris, was machen die Dodgers, hm? Och, es überrascht mich wirklich, dass du dir das Spiel nicht ansiehst. Warum sollte ich? Ist doch langweilig, nichts los. So, es kann losgehen. Oh. Das sieht köstlich aus. Ja, ich hoffe, du magst Mini-Truthähne. Hat gut geschmeckt, was? Ja. Hey, sag mal, machst du einen Schmorbraten? Der Nachtisch! Oh nein! Es gibt Schmorbraten zum Nachtisch? Mandy, ist alles okay? Oh, mir geht's gut. Aber ich glaube, dem Nachtisch geht's nicht so besonders. Ich werde runter zum Laden gehen und Eiscreme besorgen. Ach, Amanda, ist nicht nötig. Wir haben sowieso zu viel gegessen. Nein, ist kein Problem. Ihr zwei Turteltauben wollt wohl sowieso ein bisschen allein sein. Ihr seht so nett zusammen aus. Soll ich noch ein Foto von euch beiden machen? Nein, ich hätte lieber was zum Nachtisch. Okay, ich bin gleich wieder da. Aber es kann etwas dauern. Sie ist wundervoll. Sie ist die Freude meines Lebens. Sie wird jetzt langsam erwachsen. Weißt du, was sie sich neulich von mir gewünscht hat? Ein BH. Ist nicht wahr. Kann man sich das vorstellen? Ich sagte ihr, ich würde das albern finden. Ich meine, sie ist viel zu jung dazu. Findest du das nicht auch? Ja. Ja. Aber was weiß ich schon von solchen Dingen? Ja. Ja. Weißt du, sie ist eine fabelhafte Spielerin. Ich meine, man sieht schon auf den ersten Blick, dass sie Talent hat. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir immer nur über Amanda sprechen? Ja. Weißt du, was da eben rausgegangen ist, um Eis zu holen? Was uns noch verbindet. Ich glaube, wir haben vergessen, warum wir Schluss gemacht haben. Ich meine, letztlich war Amanda unser einziges gemeinsames Interesse. Ich glaube, jetzt fühlst du dich ein bisschen wohler, was? Ja, ich bin nun mal so. Hey, möchtest du ein Bier? Ja. Weißt du, ich bin sehr stolz auf dich, dass du so lange ausgehalten hast. Ja, es war wirklich nicht einfach. Kann ich mir vorstellen. Wie steht das Spiel? 100-2, ich weiß es nicht. Der Apparat muss warm werden oder die Röhre ist kaputt. Weißt du, ich frag dich gern Dinge, die du nicht weißt. Hat dich immer fuchsteufelswild gemacht. Ja, ich glaube, es bleibt immer alles beim Alten. Warum hast du das hier eigentlich alles gemacht? Ich weiß es nicht. Amanda glaubt, es würde klappen. Vielleicht dachte ich's auch. Du kennst mich doch. Ich bin keiner für eine feste Sache. Hey, wer weiß? Niemals zu früh aufgeben. Na, ihr zwei Turteltauben, aufgepasst. Ich komm rein. Na, habt ihr Lust auf Eiscreme? Liebling, es ist schon spät und ich denke, wir sollten jetzt gehen. Aber wir haben doch noch nicht mal unseren Nachtisch gegessen. Weißt du, ich muss morgen arbeiten und du hast Schule. Nun mach schon. Soll ich dir was sagen? Du packst das Eis in das Gefrierfach und ich warte draußen auf dich. Einverstanden? Gute Nacht, Morris. Es war nett, dich wiederzusehen. Ich fand's auch nett, Alice. Ihr habt euch über irgendwas gestritten, oder? Komm, bin ich mal weg, schon gibt's Streit. Sieh dich an, dein Kragen ist offen, du trinkst Bier und bestimmt hast du irgendeinen Buchmacher angerufen oder was Dummes gesagt. Wir haben uns überhaupt nicht gestritten. Oh nein, und warum ist sie dann rausgegangen? Du bist schuld, Buttermaker. Ich weiß es genau. Ich wusste, du würdest es kaputt machen. Hör mal, Amanda. Glaub mir, es ist okay. Wir werden es irgendwann nochmal versuchen.
Komm jetzt, ist ein bisschen Eis. Du sollst mich nicht belügen. Ich weiß Bescheid, ich bin kein kleines Kind. Dann benimm dich nicht wie ein kleines Kind. Weißt du, Amanda, deine Mutter und ich, das geht einfach nicht. Wir passen einfach nicht zueinander. Aber ich wollte es so, unbedingt. Nur weil du etwas willst, musst du es noch lange nicht bekommen. Ich habe heute Abend auf die Dodgers gewettet und wollte unbedingt gewinnen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch gewinnen werden. Das ist doch etwas völlig anderes. Ich weiß, es war ein dummer Vergleich. Ich kann es irgendwie nicht erklären, aber manchmal ist das Leben nicht fair. Es ist doch gar nicht so schlimm. Du hast uns beide. Deine Mutter liebt dich über alles. Und du hast einen Trainer, der seinem Starschläger einen BH gekauft hat. Okay? Ja. Verstehst du das? Ja. Und jetzt raus mit dir. Deine Mutter wartet. Oh, meine Mama will sich nächste Woche das Spiel ansehen. Ist das okay? Ja, natürlich. Wirklich? Vielleicht könnten wir dann anschließend irgendwo was essen gehen. In ein hübsches, romantisches Lokal. Nein, 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 hör zu, tu das nicht. Naja, ich meine, manchmal ist das Leben nicht fair. Verstehst du? Ja. Und ich wollte Vanille.